Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf Cisco Case. Und ich habe mir gedacht, weil wir gestern das Faction Life Crimson Web gezogen haben in der Kiste mit einem der letzten Versuche, sammelst du einfach mal wieder rein und ziehen wieder irgendwas Schönes aus der Kiste, weil die ist jetzt gerade immer noch nur bei 5 Dollar irgendwas, 5,36 Dollar. Und deswegen zimmern wir die einfach mal auf. Und dann würde ich sagen, geht schon los. Vielleicht können wir ja nochmal ein bisschen lucky sein, da war schon wieder ein Knife gewesen. Und wir enden mit... Oh, na, der Solid Space, das ist schon mal Plus. Ein Rare One, 8,70 Dollar, nicht schlecht, nicht schlecht. Nächste Kiste. Komm, belohn mich mal ein bisschen für diese Dummheit. Einmal was Schönes heute. Ah, ein Key ist natürlich jetzt nicht so pralle, aber nur knapp 3 Dollar Verlust. Okay. Nächste Kiste. Vier Knives ziehen vorbei. Ist das ein Zeichen? Ist das ein Zeichen? Ist das für eine Glock Bunsen Burner? Die Waffe, die verfluche ich ja hier auf der Seite. Komm, jetzt aber. Ein guter Pull. Da sind so viele schöne, dicke Items drin. Die AWP Medusa wäre natürlich ein richtig sicker Pull, wenn wir die kriegen könnten. Aber glaube ich eher weniger dran. Ein paar Kisten können wir noch machen. Und komm, jetzt haben wir zweimal Scheiße gezogen. Jetzt muss doch was Gutes. Ha, die Frontside Misty, die ist Plus. Ha, ein Fehltest, 10 Dollar, fast zwei Kisten. Da sind eigentlich genau zwei Kisten. Komm, nächste Kiste. Heute ist bestimmt noch was Gutes mit drin. Oh, die Dragonfire, die hätte ich ja genommen statt den Key. Mann, das ist echt ärgerlich. Aber egal, es geht noch, es geht noch. Komm schon, da waren schon wieder die Dragonfire dabei. Oh, die Kill Confirmed, warum gibst du mir nicht die? Die wäre jetzt sick gewesen. 90 Cent. Okay, nächste Kiste. Danach können wir noch zwei aufmachen, glaube ich. Und wir enden mit einem Gamma-Key. Wenn die Leute nicht aufhören würden, hier die ganzen Keys einzuzahlen, dann wären auch nicht so viele im Markt. Komm schon, jetzt aber. Shadow Daggers ziehen vorbei. Und wir bekommen eine Huntsman-Case, ernsthaft? Okay. Letzte Kiste für diesen Durchgang. Komm schon. Komm schon, ein gutes Item jetzt. Noch ein Key. Und draußen zündet irgendein Idiot mal eben Knaller. Alles klar? Silvester oder was? Frohes Neues! Wir enden auf 31 Dollar. Ich glaube, wir sellen das alles nochmal rein. Und versuchen unser Glück weiter. Weil da kann echt noch was Gutes bei sein. Komm schon. Ist mal gut, Kollege! Der schreckt hier die ganze Kiste und das ganze Joblack. Da kriegen wir einfach mal nur einen 70 Cent Skin. Dry Season. Die sehe ich auch zum ersten Mal heute. Komm, jetzt aber. Der Knaller dürfte aufgehört haben. Da war die Desolate Space. Und wir bekommen eine Deagle Oxid Blaze. Hey, Keule! Es reicht. Neue Kiste. Komm schon. Lass uns einmal reinlacken hier heute. Ah, USP Cyrex. Die sieht fabrikneu aus. Minimalware, okay. 2,80 Dollar. Auch nicht das Beste hier für den Preis. Der geht mir langsam tierisch auf den Zeiger, ey. Jetzt komm schon. Oh, eine Cyrex. Nicht schlecht, nicht schlecht. Minimalware, 10 Dollar. Alles klar. Zwei Kisten noch. Jetzt kommt noch mal ein bisschen besseres Item. Da geht noch. Oh, die Statcheck Glock wäre gut gewesen. Schade. Wieder 90 Cent. Letzte Kiste. Enttäusch mich nicht, Cisco Case. Ich weiß, du kannst gut zu mir sein. Oh, das Flip Knife, Mann. Das wäre jetzt sick gewesen. 70 Cent. Okay. Dann schauen wir mal, wo wir ohne die Cyrex wären. 5 Dollar. Na gut, machen wir erstmal eine Kiste auf und gucken, womit wir enden. Jetzt aber. Jetzt baite mich nicht wieder mit dem Knife, sondern gib mir mal eins. Wir haben jetzt so viele Kisten aufgemacht. Und da ist die Dragonfire. Nice. In Factory New. 30 Dollar. Alles klar.
dann sind wir derzeit bei 38. Wir sind immer noch im Minus. Wir haben mit 57, glaube ich, angefangen. Sellen wir nochmal alles rein? Wir sellen nochmal alles rein. 42, wieder in die Kiste. Also, läuft die Folge wenigstens mal ein bisschen länger. Ihr habt ein bisschen mehr zu gucken. Und vielleicht kommt ja doch noch das Über-Item. Wer weiß, wer weiß. Aber wir enden erstmal mit dem 50-Cent-Skin. Alles klar. Nächste Kiste. Jetzt komm, enttäusch mich nicht. Da sind so viele schöne, dicke Knives drin. Und wir bekommen die Necropos. Das ist nicht das, was wir haben wollen. Wir wollen einen Knife. Es zieht auch gerade keins mehr vorbei. Das ist komisch. Wir bekommen Key. Der bringt mir hier nichts. Ich möchte einen Knife ziehen, bitte. Einen Knife. Und wir bekommen Statrek AWP Phobos. Okay, die könnte was wert sein. Fabrik neu, 11 Dollar. Alles klar, nehme ich. Hiernach noch zwei Kisten. Und wir enden auf einem Key. Mal wieder. Welch eine Überraschung. Nächste Kiste. Komm schon, enttäusch mich nicht. Da war ein Brightwater. Das Brightwater hätte ich genommen. Und die Golden Coil wäre auch besser gewesen als die Elite-Build. 70 Cent Skin, ey. Komm schon. Jetzt aber. Jetzt ist das Über-Item. Faction Knife zieht vorbei. Und wir bekommen die USPS Blueprint. Für ja, immerhin 3 Dollar. 3 Dollar ist die wert im Minimum? Okay. Alles klar. Sind wir bei 20 Dollar. Können wir wieder gut 4 Kisten aufmachen. Jetzt komm schon. Faction Knife. Flip Knife war das, Flip Knife. Und wir bekommen ein Key. Ja, moin. Jetzt komm schon. Enttäusch mich doch nicht, Cisco Case. Ich weiß, dass da mehr drin sein kann. Da war ein Huntsman Knife. Und wir bekommen Desert Eagle Bronze Deko in Star Trek Field Tested für 50 Cent. Das Gut Knife zieht vorbei. Es war, glaube ich, doch ein Fehler, das Knife einzuzahlen. Star Trek Elite Build. 3 Dollar immerhin. Letzte Kiste. Die ganzen guten Items ziehen immer vorbei. Und wir bekommen ein Star Trek Flip Knife Urban Mask. Nice. 80 Dollar Back-to-Back Knife. Alles klar. So funktioniert das. Seht ihr? Wir enden bei 80 Dollar. Das heißt, wir sind gerade gut 20 Dollar im Profit. Das Flip Knife ziehen wir uns auch raus. Und ich würde sagen, wir machen noch eine Case auf. Und schau mal, womit wir diesmal enden können. Oh, Shadow Daggers sind vorbeigezogen. Ich würde mich auch mit einer UMP Blaze zufrieden geben, aber wir bekommen eine USPS Guardian. Okay, für 60 Cent. Die sellen wir wieder rein. 4888. Ach komm jetzt, die slotten wir jetzt runter. Einmal komplett rein. 4888 in 3, 2, 1. Los geht's. Und jetzt nochmal so ein Über-Item. Komm schon. Ah, die Aug. Würze? Würze? Nein, schade. Aber wir gehen wieder mit Profit raus. Steht zwar nur bei 75 Dollar, wenn sie im Markt verkauft werden würde. Aber wir sind mit 57 rein. Knapp 20 Dollar plus. Und ich würde sagen, die ziehen wir uns jetzt auch schön raus. Ja, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst natürlich wieder einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Am Mittwoch, würde ich sagen, starten wir das nächste Giveaway. Also seid gespannt. Und dann sehen wir uns spätestens Mittwoch wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.